Ja, es ist Donnerstag und es ist wieder mal Zeit für den Winterresort Simulator. Und wir befinden uns heute auf der Map. Auf der Map Pfälders wieder. Also Donnerstag ist ja Pfälderstag. Und ja, wir werden uns heute darum kümmern, hier auf der Rennpiste zu präparieren. Weil ich finde die echt nice und ich glaube, die bringen auch einigermaßen Umsatz, wenn dann die Lifte darauf gehen. Weil in der letzten Folge haben wir schon hier präpariert und abgesperrt. Und deswegen würde ich mal sagen, hier steht unser Pistenbully. Ich war gerade noch etwas essen hier im Wirtshaus und also da haben wir dann hier die Piste 9a. Und die Piste 9 bzw. Piste 10a und die Piste 10. Das ist hier halt dann oben dann auch grün. Wir haben Schneefall haben wir keinen, wir haben Sonne die ganzen nächsten Tage. Und ich würde mal sagen, wir steigen mal ein. Machen die Tür zu. Wie schaut's aus mit der Beleuchtung? Fernlicht? Dann werden wir mal anfangen hier am Rand. Anfangen, da werden wir uns oben ans Seil hängen und die Rennpiste präparieren. Weil die Rennpiste ist eine schwarze Piste, glaube ich. Oder ein Teil davon ist schwarz. Und wir stehen jetzt auch ziemlich schief auf der Piste. Und wir rutschen eigentlich auch etwas weg, was ich so merke gerade. Aber wenigstens nicht so wie in Valnitz, wo wir 3 Meter Schnee mittlerweile bei der Hütte haben. Wenn wir oben sind, werden wir dann die Piste 9a kaufen und dann gehört uns auch die Piste 9a und wir können damit Geld verdienen. Das wäre mein heutiger Plan für die heutige Aufzeichnung hier. Weiteres wollte ich heute nirgends anfahren, das habe ich mittlerweile schon verabschiedet. Ne, das ist ein kleiner See. Wir werden hier kurz aussteigen und hier die Absperrung öffnen auf die schwarze Piste. Genau, hier geht es auf die schwarze. Aber ganz schön schief da. Ich wollte halt eigentlich nirgends dagegen fahren, also ui. Wir müssen dann die Schifffahrt eine Runde fahren. Aber dann will ich dann echt dann mit den Ski runterrasen. Also das werden wir dann noch versuchen. In der nächsten Folge, dass wir da mit den Skiern runterfahren. Ui, da haben sich noch Passanten um die Uhrzeit verirrt.
Um die Uhrzeit Leute am Berg? Naja, das ist eher nicht so gut. Schauen wir mal, was sie herum noch machen um die Uhrzeit. Guten Abend. Wissen Sie, dass hier mittlerweile die Pisten gesperrt sind oder übernachten Sie heute hier oben? Ja, das ist immer gut, die Beschneiung. Denn ja, wir werden uns jetzt ans Seil hängen, also hier steht jetzt Lebensgefahr, meine Damen und Herren. Geh mal aufs Klo? Nee. Da will ich jetzt nicht einmal reinschauen, also ich schaue jetzt lieber nicht rein. Gut. Also wenn sie aufpasst und hier rum übernachtet, in der Hütte vielleicht, macht euch da die Hütte bequem. Aber da haben wir jetzt vielleicht nicht rein. Rein in den warmen Pulli und sprichwörtlich. So, dann fahren wir mal darauf. So, werden wir uns dann auf der schwarzen ans Seil hängen und sie präparieren. Aber herum liegt einiges an Schnee. Ich würde so um die 30 cm tippen. Damit wir dann das ganze Skigebiet offen haben. Ich glaube, das zahlt sich auch sehr gut aus, weil ein ganzes Skigebiet offen ist natürlich immer gut, als ein ganzes Skigebiet geschlossen zu halten. Wenn man da wenden, ja. Also da würde ich auch runterfahren wollen mit den Skiern. Aber auf die Schwarze werde ich da nicht ausweichen, aber die taugt mir eh. Also. Nicht schlecht. Geht's hier zur Sache? Im Winterresort-Simulator. Also diese Map werden wir noch bis April, bis Saisonende im Felders spielen. Wenn wir dann hier mit den Saison aufhören, also dann im April, sprich in circa 2 Monaten, dann werden wir hier wieder wie gewohnt Donnerstags Euro Truck Simulator spielen und Dienstag werden wir dann Landwirtschaftssimulator zocken. Also da könnt ihr da auch gerne mitspielen am Hof. Also
Landwirtschaftssimulator besitzt, kann sich gerne bei mir auf Discord schreiben oder in die Kommentare. Dann lade ich euch gerne mal zu einem Gespräch ein, dass wir uns mal ausmachen, was ihr könnt und was ihr am Hof machen wollt. Aber schön, es wird eine klare Nacht, glaube ich, heute wieder hier. Mit minus 10, 20 Grad am Berg. Okay, minus 10 vielleicht, minus 20 ist eher unwahrscheinlich am Berg hier herum. Aber man weiß ja nie, wie kalt es wirklich am Berg um wird hier. Im Felders in Südtirol. Ich hoffe natürlich nicht allzu kalt. Nur noch da in der Mitte. Schauen wir mal, ob man das da rechts einigermaßen bis zum Sicherheitsnetz. Das schaut ja gleich ein bisschen besser aus. Da nicht ein bisschen Schnee hingeben sollen. Also beim Ausstieg. So, dann gehen wir mal wieder in die Kabine. Und, achso, in die Kabine, genau. Da ist es vielleicht nicht zu kalt. Ui. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht gut ausgegangen. Wie fahre ich jetzt aber wieder rein? Hä? Okay. Also immer schön an die Piste konzentrieren, Leute. Ich sag's euch. Aus Überzeugung. Immer auf die Piste schauen. Und nie irgendwo anders hin. Weil sonst landet ihr im Graben oder. Dann fressen euch die Raben. Oder so ähnlich war das früher, glaube ich, in meiner Kindheit. Und im Starthaus.
Einmal werden wir noch rauffahren und also nicht ganz rauf, sondern die drei Hügel da. Haben wir das hier auch erreicht? Das ist hier. Ui. Ja, so viel zum Thema Hügelbildung. Da spricht der Richtige vom Fach. So, wie macht man das? Wie schaut es da aus? So, da ist das drinne Starthaus. Können wir uns einhaken? Sehr gut, gehen wir das hier mal weg. Dass wir uns nicht irgendwie mit dem Fahrzeug wieder irgendwie verhaken. Ja, das könnte man hier aufmachen. Aber das erinnert mich an Kitzbühel. Also wir gehen hier in den Editor rein. Suchen uns der Raummodus, oder? Ja, genau. Set Snow. Aber nicht allzu viel. Nur etwas. In der Höhe circa 30 Zentimeter. Damit halt das Starthaus rundherum etwas im Schnee liegt. Wo wollte man noch Schnee hingeben? Oben bei der Liftstation, obwohl dann müssten wir wieder präparieren rauffahren. Das mache ich dann irgendwann. Dass auch hier etwas Schnee liegt. Weiter etwas mehr Schnee. Schaut er gleich etwas besser aus. Da mach mal halt nur einen kleinen. Ganz, ganz wenig Schnee. Mach mal die 15 cm. Oder Millimeter. Nur damit er die. Ja, das kann man auch sagen, man hat das mit dem Pistenbully drunter gegeben. Weil wenn die Leute hier aussteigen aus dem Lift, dann müssen sie ja hier mit dem Sessel, also wenn sie mit dem Sessel ankommen, fahren sich ja so um die Ecke und dann brauchen sie ja Schnee, um auf die Piste zu kommen. So. Sonst machen sie sich ihre Ski gleich kaputt. Wir werden uns noch die restlichen Pisten kaufen bei Investitionen. Oder wir mieten sie ja mal. Wir werden uns noch die Murmis geliftet. Deutsch lässt grüßen. Ich würde einmal sagen, Piste Nummer 9. Mieten wir uns einmal oder kaufen wir uns? Wobei ist dies gepachtet, okay. Piste 9a, wo ist 9a? Okay. Das können wir uns leisten. Und die Piste Nummer 10, glaube ich, haben wir auch.
Noch nicht. Doch. Weil das Kinderland werden wir uns kaufen. Das ist, glaube ich, eine gute Investition für unsere Kinder. So. Dann ab auf die Rennstrecke. Handbremse an. Dann mit der Taste N den Arm nach hinten. Also jetzt besteht hier höchste Lebensgefahr für alle, die sich jetzt hier noch auf der Piste befinden. Deswegen sperren wir hier lieber wieder ab. Ausbreiten. Könnte man doch theoretisch. Doch. Ja, Pistenpräparierung mache ich gerade. Werter Kollege. Okay. Egal. Da abgesperrt ist er mittlerweile schon. Sonst gehen wir einfach in das in den Modus rein. Und kopieren uns hier über den Modus Objekte kopieren. Duplicate. Können wir es ausrichten? Ist ja auf jeden Fall sicher abgesperrt. Genau. Haben wir es da auf der sicheren Seite, dass auch wirklich hier niemand mehr schiefern geht. Doch äußerst gefährlich da mit unserem Pistenpulli am Seil. Man könnte ja theoretisch auch hier vom, ich glaube, Dom Gris Objektback. Aber lassen wir jetzt einmal.
Warning, ist ja egal. Das ist das. Oh, ich weiß, wo das ist. Das ist unten, glaube ich. Warnschilder, genau. Aber das ist überhaupt ja ersichtlich. Ja, schön. Da wollte ich das nicht hingeben, Leute. Tut mir leid. Das werden wir löschen. Und das werden wir hier hinstellen. New Mod. Und unten bei Warnschilder werden wir ein bisschen Geräte am Seil montieren. Montieren, ja genau, das Schild werden wir montieren. Das werden wir rotieren. Vielleicht nur noch etwas rüber. Genau, und jetzt weiß auch jeder Mensch, dass es hier gesperrt ist. Denn man sieht das ja nicht, weil es im Schnee manchmal versteckt ist. Wir werden das Seil spannen, also ist noch gefährlich jetzt. Nun wir mal hier die Rennpiste präparieren. Damit dann auch die Skirennen hier, die Athleten, die Skiathleten auch trainieren können. Also ich glaube, ich in keiner Folge schaffe ich da mal nicht irgendwas anzufahren. Ich bin in jeder Folge irgendwie angefahren irgendwo. Ja, ist irgendwie traurig, aber ja. Heißt es wieder, Markus kann nicht fahren? Wenn man dann mit den Skiern Slalom fahren runter, probieren wir es dann aus.
ob wir hier Slalom fahren können runter. Würde mich interessieren. So schön hell auf jeden Fall, damit wir auch alles sehen. Auch was wir vielleicht nicht so sehen wollen. Oder haben wir das erreicht? Ja, ist eine schwarze Piste hier. Schade, dass die Spiegel nicht animiert sind richtig. Weil dann könnte man ja auch sehen, ob man schon links ranfahren an das Netz oder nicht. Aber vielleicht ist ja mal irgendwann möglich, dass jemand das animiert. Direkt Spiegel. Ja, fast wie in Kitzbühel. Was räumen wir erst weg, den hier? Hallo, ach, hallo. Slalom fahren ist ja, ist sicher auch was Schönes. Überhaupt hier auf der Map Felders in Südtirol. Schauen wir, dass man rechts, links ans Netz so gut geht. Fahren. Die Präparation.
Ich hätte doch das Netz abbauen sollen. Wäre nicht schlecht gewesen, glaube ich. Und noch die letzten Schönheitskorrekturen. Aber das war so gut wie möglich. Ohne dass wir da hängen bleiben. Wollte ich erwähnen. Das wird nichts, leider, das. Der Start um. Und dann ist die Piste eigentlich schon präpariert. Und gerade. Ohne irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Wir können wieder das Seil nehmen. Wo ist das Seil da? Können wir dabei öffnen? Gib mir das Seil wieder. Windenseil spannen. Locker lassen. Also theoretisch gesehen dürften wir jetzt das Seil abkoppeln, genau. So, jetzt werden wir mal nach links wenden. Da stehen die Schilder wieder von der Pistenmarkierung. So, wo kann man also da, okay. Mal das Pistenende markieren mit dem Pistenbully.
damit wir auch wissen, wo die Piste endet. So, dann mündet man in die schwarze Piste. Kann man also dann rüberfahren, sprich von da oben runter. Okay. Vorsichtig am Rand reparieren wäre vielleicht angesagt. Irgendwas stört da. Irgendwas stört die Pistenmaschine. Und hat genug Zeit in der Nacht, um auszuhärten die Piste. So soll das dann auch sein in der Nacht. Das mache ich gut, oder? Was meinst du? So, dann werde ich noch hier ein bisschen präparieren. Davor verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank wieder, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefällt, gerne mal einen Daumen nach oben oder ein nettes Kommentar. Und ja, gesund bleiben und dann sehen wir uns schon bald wieder. Am Donnerstag mit einem neuen Video. Also, oder Freitag und Samstag, wohl bei Samstag um 9 Uhr sicher was kommt. Ja, also, bis bald, bleibt gesund und tschüss. Sagt der Markus hier aus Pelders.